Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Das Thema Schwimmhalle Klotzsche, Ersatzneubau, ist ja eigentlich ein ganz altes Thema. Man könnte fast sagen, altes Hut, altes Gebäude. Ich fange mal so an mit der Genese. Wir haben vor vielen Jahren das Dresdner Badkonzept 2006 beschlossen. Und da ist im Tagesordnungspunkt, im Top 5 beschlossen worden, 2006, ein Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche. Und dann passierte erst mal lange gar nichts, bis 2017. Doch der bauliche Zustand war nicht besser geworden. Damals hat Frau Apel und Frau Kaspari auch mit Anfragen versucht, für Aufklärung zu sorgen. Und der Oberbürgermeister hat unter anderem folgende Sätze geschrieben, wie der bauliche Zustand ist. Und zwar, dass Betonstücke von der Kassettendecke fallen, dass dort Notreparaturen stattfinden. Dann wird auf ein Baugutachten verwiesen von 2015, dass der Beckenzustand, so steht es wortwörtlich drin, sich im Vergleich zu der vorhergehenden Begehung weiter verschlechtert hat. So, wir Stadträte haben damals, dann 2019, gesagt, jetzt muss natürlich mal endlich was passieren. Man hat sich erneut auf den Weg begeben mit der Sportstrategie. Und die Sportstrategie sagt ganz deutlich aus, es soll ein Ersatzneubau kommen. Ja, man würde jetzt denken, jetzt endlich geht alles gut voran. Und bis zum 10.12.2022 sah das auch so aus. Denn da hat Frau Steinbach von den DNN noch berichtet, alles gut, es läuft. Und es sah auch, ja, jetzt kommt das Aber. Wer aber im Stadtrat mal mit offenen Ohren und Augen mal zugehört hätte und mal zugehört hätte, dass die Bäder GmbH arg in Nöten ist, der hätte eigentlich ahnen können, dass das, was die bauliche Entwicklung unserer Schwimmhallen betrifft, gar nicht so gut weitergehen kann. Es ist, muss man ganz ehrlicherweise sagen, einer Petition zu verdanken, dass überhaupt Gelder für den alltäglichen Betrieb, für den laufenden Betrieb eingestellt worden sind. Das ist auch nur passiert, weil durch die Bevölkerung Druck gemacht worden ist. Wo waren denn unsere ganzen Stadträte in der Zeit mit ihren Gedanken, als es auch um die Haushaltssituation ging? Die waren nämlich auch meistenteils und größtenteils auf das Wort Bürgermeister geeicht. Sie haben dort auch gar nichts anderes offensichtlich mehr wahrgenommen. Wie gesagt, man hätte es wahrnehmen können und man hätte auch schon vor der Haushaltsbeschließung Fragen stellen können. Wir haben das getan am 15.12. und der Oberbürgermeister hat sehr ausweichend geantwortet. Wir haben ganz konkret nach einem Bautermin gefragt. Diese Frage hat er nicht beantwortet. Es klang alles recht positiv. So, und jetzt wird die Geschichte noch spannender. Die SZ hat am 18.01. nachgefragt, liebes Rathaus, seit wann wisst ihr denn, dass das Ganze nicht stattfindet mit dem Bau oder es gefährdet ist? Und dort hat die Rathaussprecherin gesagt, die Landeshauptstadt wurde im November 2022 im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 der Bäder GmbH darüber informiert, dass die Gesamtfinanzierung des Ersatzneubaus der Schwimmhalle nicht gesichert ist. Also dem Rathaus war es auch bekannt. So, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wir können natürlich viel nach hinten gucken und sagen, ja, wer ist schuld? Wir müssen doch aber jetzt nach vorne gucken. Wir sind doch als Stadträte alle gewählt worden, um die Bürger zu vertreten. Wir müssen doch nicht immer warten, bis es eine Petition gibt. Ich spreche mich ganz klar dafür aus, grundsätzlich zu überlegen, wie können wir die Bäder zukünftig sichern. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder derzeit in den Schwimmhallen frieren. Es kann nicht sein, dass wir eine Generation der Nichtschwimmer hervorproduzieren, wenn hier nichts passiert. Es kann nicht sein, dass die Bäder GmbH da im Regen stehen gelassen wird, weil die können nur das Geld ausgeben, was sie auch haben. Und ich sage ganz klar, es ist endlich mal an der Zeit, dass Prioritäten für den Sport gesetzt werden. Natürlich müssen wir uns irgendwann entscheiden, wir haben auch nur ein bestimmtes Budget. Aber der Sport muss aus meiner Sicht endlich mal Vorrang haben. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion. Frau Wagner.
Da war ich jetzt noch gar nicht so weit, weil ich dachte, Silvana, du redest noch ein bisschen länger, wenn es in einer aktuellen Stunde ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen auf weiteres, sage ich mal, Foto gewartet, aber gut. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen, also die aktuelle Stunde ist ja überschrieben mit Aufklärung um Irritationen bezüglich des Neubaus der Schwimmhalle Klotzsche und Absicherung des Schwimmangebots im Dresdner Norden, Zukunft der Schwimmhallen der Freibäder in Dresden. Dann gibt es noch jede Menge Punkte, die auch Beschlussantragsgegenstand sind, warum wir heute hier und jetzt über dieses Thema reden. Ohne Zweifel, Silvana, ich gebe dir recht, ich gebe den Einreichern recht, Schwimmen ist wichtig, Sport ist wichtig, die Schwimmhalle in Klotzsche ist wichtig. Ganz klar, ich glaube, niemand wird das hier in diesem Raum bezweifeln. Und wir haben in den letzten Wochen auch gemerkt, dass durch die Irritationen, die man ja nicht wegreden kann, die es in der Öffentlichkeit gab, auch die Stadtverwaltung in Abstimmung, so habe ich das wahrgenommen, mit der Bäder GmbH und mit der TWD, sehr, sehr schnell reagiert hat und aus meiner Sicht jetzt dafür gesorgt hat, dass die Dinge wieder in, sage ich mal, geregeltere Bahnen geschoben wurden. So, wenn wir aber hier eine aktuelle Stunde haben, wo wir aufklären wollen, dann möchte ich doch jetzt im Namen meiner Fraktion auch ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Das eine ist das Thema Rollenklärung, weil es schwingt ja auch in Anträgen, die jetzt schon im Geschäftsgang gingen oder kommen werden, oder zumindest wo es schon Presseberichterstattung gab, schwingt ja auch eine riesengroße Kritikmaschinerie in Richtung Bäder GmbH mit. Thema Rollenklärung. Wir haben einen städtischen Betrieb, der in der GmbH organisiert ist. Da gibt es ein GmbH-Gesetz, da gibt es einen Geschäftsführer, der hat zunächst erstmal die Aufgabe, dieses Unternehmen gemäß Recht und Gesetz zu führen. Und wenn er feststellt, dass es Finanzierungsdefizite gibt, diese Lücken zu schließen und sich Gedanken zu machen, wie man die Probleme lösen kann. Dann gibt es eine zweite Rolle, das ist der Aufsichtsrat. Da sitzen auch einige Kollegen von uns drin, die natürlich über sämtliche Belange des Unternehmens zu informieren sind. Dies ist passiert und da wurde auch die aus der Not herausgeborene Verschiebung bestätigt. Dann ist es unsere Rolle als Stadtrat natürlich zu gucken, wie sieht es in der Gesamtstadt aus und was sind die Belange, die für die Gesamtstadt wichtig sind. Und dann gibt es noch den Stadtbezirk, der zu Recht auch aufgeschrien hat und irritiert war. Das ist erstmal wichtig zu wissen, weil wir haben dieses Konstrukt mit der Bäder GmbH und da will ich ganz ausdrücklich sagen zum Thema Aufklärung. Die Bäder GmbH ist ein Erfolgsmodell und dazu möchte ich das wirklich mal vorlesen. Seitdem die Bäder GmbH gegründet wurde, Investitionen Freibad Cotta 3,2 Millionen, Schwimmhalle Bülau 8,6 Millionen, Georg-Arnold-Bad 11,1 Millionen, Naturbad Mockrit 1,5, Schwimmhalle Freiberger Platz 38,2, Kombibad Prolis 23,5 und dann noch 1 Million Nordbad und Sonstiges. Und das ist nicht die normale Instandhaltung. Leute, ich sage euch, 87,1 Millionen. Ich will uns sehen, die wir das hätten in irgendeiner Weise in diesen städtischen Haushalten unterbringen können und die Prioritätensetzung, die du gerade eingefordert hast, Silvana, machen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Die Bäder GmbH ist ein Erfolgsmodell und natürlich müssen wir jetzt schauen, dass sie es auch bleibt. Aber ganz klar, die zusätzliche Schwimmfläche, die wir jetzt haben, die hätten wir ohne die Bäder GmbH, ohne die Schlagkraft der TWD nicht gehabt. Und dafür können wir erstmal dankbar sein. Und dafür können wir auch dankbar sein, dass zum Beispiel Klotzsche, seitdem wir das beschlossen haben im Sportkonzept, so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. So, Aufklärung Nummer 3, Situationsklärung, Krise, Krieg, Energie. Ein Unternehmen und wir als Stadt können nicht die Augen davor verschließen. Und das habe ich vorhin gesagt, aus meiner Sicht hat die Bäder GmbH und auch der Aufsichtsrat korrekt gehandelt, weil es war eine Notlage, es gab ein Finanzierungsdefizit und wir müssen gucken, dass man sowas nicht ignorieren kann. Man kann keine Scheuklappen aufsetzen in der Situation, in der wir stecken und das wurde auch nicht getan. Die Aufregung, nochmal, die in der Öffentlichkeit dazu entstanden sind, die sind verständlich, gerade im Dresdner Norden und da muss ich auch sagen,
Dankenswerterweise hat da ja die Stadtverwaltung dann auch reagiert und jetzt dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Erbbau, die Kündigung des Erbbaurechtsvertrags wieder rückgängig gemacht wurde. Und wir alle hier bekennen uns zu diesem Schwimmstandort. Drei Botschaften zum Schluss. Aufklärung. Erstens, die Schwimmhalle Klotzsche neu muss kommen. Zweitens, die Schwimmhalle Klotzsche alt, Stichwort Absicherung des Schulschwimms, Gegenstand von eurem Antrag. Das ist jetzt Gott sei Dank über das letzte Gutachten so gesichert, dass die Schwimmhalle erstmal weiter in Betrieb bleiben kann. Und da gibt es auch keinen Endtermin. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Steierstadion, wo es über Jahre einen Endtermin gab, dass das Ding nie mehr in Betrieb sein darf. Zweites Thema, ganz klar. Unsere Aufgabe, ja, drei Sätze, wir müssen die gesamte Stadt im Blick haben. Dazu zählt auch im Kontext Schwimmhalle Dresdner Norden das Sachsenbad. Verwaltung, bitte lege da jetzt den Standortvorschlag vor. Und das dritte, ja, wir warten jetzt alle zusammen auf die Evaluation der Bäderkonzeption, damit wir gucken können, wie sieht es aus, wie soll es weitergehen und wie können wir das Ganze finanzieren. Das ist wichtig und zwar nüchtern, sachlich und ohne Populismus und die Leute nervös machen. Wir werden das hinkriegen und das ist unsere Aufgabe. Sportfrei. Als nächste Fraktion die SPD-Fraktion, Herr Dries. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das schon eine interessante Show, die wir hier heute bei dieser Aktuellen Stunde erleben. Der Oberbürgermeister bricht sein Versprechen, was er damals uns allen und auch den Dresdnerinnen und Dresdnern gegeben hat, mit einem Ersatzneubau in Klotzsche, dafür zu sorgen, dass dort die Schwimmflächen erhalten bleiben. Und jetzt kauft sich die FDP noch die Freien Wähler ein und macht selbst eine Aktuelle Stunde dazu, wie schlimm das eigentlich ist. Das finde ich schon tatsächlich spannend. Vermutlich ist es der Versuch, eben von diesen Defiziten des Oberbürgermeisters abzulenken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht funktionieren, weil der Oberbürgermeister ja auch nicht nur bei diesem Thema unter Beweis stellt, dass er nicht wirklich fähig ist, diese Stadt gut zu lenken. Mit Blick auf die Fakten, es ist bei den Vorrednerinnen schon ein bisschen was gesagt worden, klar ist, wir hatten ein Bäderkonzept und da stand ein klarer Auftrag drin, es braucht einen Ersatzneubau für Klotzsche. Auf dieser Grundlage hat die Bäder GmbH ihren Job gemacht, nämlich sie hat an diesem Thema gearbeitet, sie hat Planungen vorangebracht und sie hat entsprechende Förderanträge ausgearbeitet und gestellt. Alles schien gut, alles schien auf dem Weg. Und dann kamen die Probleme und dann kam dieses von manchen hier schon angesprochene ominöse Finanzierungsdefizit. Die Frage ist doch aber, woher kommt denn eigentlich dieses Finanzierungsdefizit, was im Moment gerade den Ersatzneubau in Klotzsche verursacht? Und da gibt es ganz klar zwei Punkte zu identifizieren. Das eine ist, das CDU-geführte Innenministerium war nicht in der Lage, diese Fördermittel, die dafür gebraucht werden, ordentlich einzuplanen. Und die fehlen uns an dieser Stelle. Und die TBD sagt dann natürlich zu Recht, dass es nur aus den Mitteln nicht machbar ist. Auf der anderen Seite war es aber eben auch die TWD, die den Verlustausgleich begrenzt hat für die Dresdner Bäder GmbH. Und wer die alleinige Verantwortung bei der TWD trägt, wissen wir auch. Der Aufsichtsratsvorsitzende heißt Dirk Hilbert und das alleinige Mitglied der weisungsberechtigten Gesellschafterversammlung heißt auch Dirk Hilbert. Die Frage ist also, warum wird jetzt hier eigentlich insbesondere von der FDP gerufen, böse Bäder GmbH? Verbockt wurde die ganze Sache doch an völlig anderen Stellen. Frau Wagner hat es schon gesagt, die Bäder GmbH ist ein Erfolgsmodell. Das sehen wir ganz genauso. Die ist gegründet worden, auch vor allen Dingen auf Initiative der SPD-Fraktion, nachdem 10 Jahre lang unter Schwarz-Gelb in dieser Stadt nie viel passiert ist mit Blick auf die Schwimmflächen und die Bäderlandschaft irgendwie hier relativ vor sich hin modernd rumstand. Sie hat auch an dieser Stelle ihren Job gemacht und die Probleme, die entstanden sind, die sind nur wirklich nicht durch die Bäder GmbH entstanden. Das Problem an der ganzen Debatte ist doch aber, wir haben doch viel größere Probleme mit Blick auf das Thema Schwimmflächen in dieser Stadt. Wir können doch jetzt die Debatte nicht darauf verkürzen, dass wir nur den Ersatzneubau in Klotzsche diskutieren und die dort nicht funktionierende Finanzierung diskutieren. Wir haben mit unserer Bäderkonzeption auch noch diverse andere Projekte beschlossen und geplant.
Wir haben in Neusachsenbad und einen Ersatzneubau an Schwimmflächen für Pieschen und die Neustadt beschlossen. Wir haben das Thema Striesen in dem Wetterkonzept mit aufgenommen. Und wir haben auch eine klare Aussage getroffen, dass wir auch, wenn wir über die Zukunft des Elbe-Mares reden, auf jeden Fall uns einig sind, dass wir den Dresdner Westen auch nicht ohne Schwimmfläche stehen lassen. Und das ist doch die Debatte, die wir führen müssen. Wir müssen da jetzt nicht Flickschusterei betreiben, indem wir irgendwie darüber debattieren, wie wir jetzt mal Klotsche retten können, sondern wir müssen eigentlich die ehrliche Debatte führen, wie machen wir denn insgesamt mit den Schwimmflächen in dieser Stadt weiter. Dazu hat meine Fraktion auch einen Antrag eingereicht, weil wir eben nie der Meinung sind, dass wir jetzt nur über Klotsche reden sollten, sondern insgesamt das Bäderkonzept auf den Prüfstand stellen. Dazu haben wir ja das Vergnügen, dann in der nächsten Stadtratssitzung über diverse Fraktionsanträge zu beraten. Aber lassen Sie uns diese Debatte wirklich nicht auf Klotsche verkürzen, sondern gucken, wie wir insgesamt die Schwimmflächen in dieser Stadt wieder aufs Gleis kriegen, trotz der Probleme, die verursacht worden sind. Vielen Dank. Man könnte es überschreiben mit wieder wird ich drehe die Welt, so wie sie für mich schön ist. Herr Zastrow als Nächster. Na, dann drehe ich mal ein bisschen mit. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich glaube, vielleicht mit Ausnahme der SPD, gibt es zumindest einen Konsens, nämlich dass zum einen Klotsche gebaut werden muss. Das steht, glaube ich, außer jeder Frage. Dieses Versprechen ist von uns allen gegeben worden. Es ist auch notwendig und das Projekt muss umgesetzt werden. Dafür müssen geeignete Wege auch durch uns im Stadtrat gefunden werden und dass, bis es umgesetzt ist, auch die alte Schwimmhalle in Klotsche erhalten bleiben muss für den Schwimmbetrieb, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Vereine. Ich glaube, das ist auch Konsens. Das kann man, denke ich, hier auch sagen. Aber wir müssen schon darauf zurückkommen, weshalb wir heute hier über die Dinge sprechen müssen, und zwar deswegen, weil die eigentümlichen Einlassungen der Bäder GmbH das Problem erst geschaffen haben. Und das sehe ich explizit anders, als meine geschätzte Kollegin Anke Wagner gesagt hat. Ich weiß nicht, wie euer Verhältnis dazu ist, aber als Stadtrat erfahre ich solche Dinge ganz ungern aus der Zeitung. Sondern es gibt auch für solche wegweisenden Entscheidungen, die aus meiner Überzeugung heraus dieser Bäder GmbH nicht zustehen. Die hat überhaupt nicht das Recht dazu, einfach mal so handstreichartig zu erklären, Klotsche ist gestorben, meine Damen und Herren. Das ist eine wesentliche politische Entscheidung, die, selbst wenn sie anstehen sollte, dann von uns getroffen werden muss und eben nicht von der Bäder GmbH. Gleich gar nicht kann uns das unverhofft und plötzlich mittels Bericht in der Zeitung treffen. Wir hatten im Dezember mehrere Debatten. Es gab eine Aufsichtsratssitzung dazu, kein Wort ist dazu gesagt worden. Es gab Sportausschusssitzungen, kein Wort ist dazu gesagt worden. Wir hatten Haushaltsverhandlungen, da ist etwas dazu gesagt worden, da gab es einen Bettelbrief mit 2,125 Millionen, die man zum Ausgleich von Defiziten in der normalen wirtschaftlichen Tätigkeit brauchte. Was haben die haushaltstragenden Fraktionen gemacht? Sie haben das in den Haushalt eingeordnet. Das heißt, wir haben reagiert. Wie kann es sein, dass wenige Wochen später mit einmal so ein fundamentales Problem plötzlich in den Zeitungen steht, ohne mit uns vorher zu sprechen? Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass wir im Haushalt noch mehr hätten tun können. Das ist eine Frage der Prioritätensitzung. Dafür muss man aber über das Problem oder die Konsequenzen möglichen Wirtschaftens Bescheid wissen. Das haben wir nicht gewusst. Und das lässt mich dann schon ein bisschen ratlos zurück. Und das kann auch so nicht sein. Meine Damen und Herren, die Schuldfragen wurden ja heute hier kreativ ausgestaltet. Ich will nur eins sagen, ich hatte es vorhin schon als Zwischenruf gehört. Ich trage es hier gerne mal laut vor. Die SPD macht sich hier einen schlanken Fuß, aber wer war Aufsichtsratsvorsitzender der Bäder GmbH? Wer war der Sportbürgermeister in den letzten Jahren? Ich bedauere sehr fast, dass wir Herrn Lames jetzt nie wiedergewählt haben. Dann hätte er heute dazu Stellung nehmen können. Denn es ist seine Amtszeit gewesen, wo genau das aufgetreten ist, lieber Kollege Drews. Sagen Sie mal, vergessen Sie das? Das müssen Sie doch sagen. Der ist fachlich zuständig. Er hätte uns im Sportausschuss, im Aufsichtsrat informieren müssen, und zwar uns alle, ganz eindeutig. Er muss von den Problemen gewusst haben, von Problemen, die wir als Stadtrat eben nicht wussten. Das passt aber ein Stück weit zu seiner Amtsführung, die er hier im Stadtrat hatte, die leider auch die Amtsführung oder die Geschäftsführung der Bäder GmbH betrifft. Da fehlt, liebe Anke,
denen fehlt völlig der Respekt vor diesem Gremium. Das ist einfach so. Die machen, wie sie es wollen. Die fahren mit dem Stadtrat Schlitten. Das siehst du in ganz vielen Pressemitteilungen, die ja wild und frei und immer wieder schreiben. Und das siehst du an ganz vielen anderen Entscheidungen, die die oft getroffen haben. Das ist kein Erfolgsmodell. Diese Investitionen sind nötig gewesen. Übrigens, meistens stimmten ja die vorhergesagten Baukosten, beispielsweise siehe Freiberger Straße, mit dem, was am Ende rausgekommen ist, ja überhaupt nicht überein. Mehr als eine Verdopplung ist das gewesen. Und das hätten wir auch als Stadtrat lösen können, ist gar keine Frage. Aber dieser mangelnde Respekt vor politischen Entscheidungen, auch dieses mangelnde Gespür, dass so eine Ansage, wie es in Klotzsche getroffen worden ist, natürlich etwas auslöst, das zeigt doch ganz eindeutig, dass diese Beter GmbH in ihrer Struktur und auch in ihrer Führungsmannschaft einfach ungeeignet ist, eine gute Zukunft für die Beter in Dresden zu schaffen. Deswegen haben wir die Evaluierung nach genau 10 Jahren Beter GmbH angeregt. Anders als Sie, Herr Drews, haben wir als FDP damals uns gegen dieses Modell ausgesprochen. Und jetzt sehen wir, was passiert. Wir haben keine Mitsprache. Wir haben keine Mitsprachemöglichkeiten und wir haben, wenn wir ehrlich sind, unsere eigenen Mitsprachemöglichkeiten gegen ein Steuersparmodell, nichts anderes ist die Beter GmbH nämlich gewesen, eingetauscht. Das war ein Fehler, aber darüber diskutieren wir ja dann in der nächsten Sitzung. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung oder nächste Fraktion, die andere ist die Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Ja, mal gucken, ob ich auch Schuldige finde. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Meine Rede besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. Erster Teil, die Beter GmbH hat technisch gesehen alles richtig gemacht. Der Geschäftsführer muss gucken, dass sein Laden läuft. Wenn er sieht, es ist weniger Geld da, als ich ausgeben muss, muss er sagen, das und das und das können wir nicht machen. Alles andere wäre eine Missachtung des Jobs eines Geschäftsführers. Er musste einfach sagen, wir können das in 23, können wir das nicht bauen. Punkt 1. Punkt 2, natürlich brauchen wir in Klotzsche ein Schwimmbad. Und natürlich brauchen wir dort einen Ersatzneubau, wenn das alte Schwimmbad weggeht. Denn wir haben diese Grundsatzentscheidung schon zigmal in diesem Rat getroffen. Beter Konzept 2006, da war ich noch gar nicht da, war mir jetzt neu, dass es da schon drin stand. Wir haben es in unzähligen Stadtentwicklungskonzepten, wir haben es im Beter Konzept nochmal, wir haben uns um das Grundstück gekümmert und so weiter und so fort. Wir haben es den Menschen in Klotzsche im Norden 1000-mal besprochen, versprochen. Und ja, natürlich, Sachsenbad oder in der Nähe da irgendwo, brauchen wir auch noch ein Schwimmbad. Und natürlich brauchen wir all diese Sachen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wohlfeile Worte allein sind unwürdig. Sie müssen auch sagen, wo dann das Geld herkommt. Und Sie müssen auch dann irgendeinen Vorschlag machen. Entweder wir streichen das will natürlich keiner, nicht im Sozialen, nicht da streichen, oder Sie müssen sagen, wo mehr Geld denn zu finden ist. Und da hatte es jetzt wirklich komisch, die Situation erlebe ich ab und zu, dass ich, dass der kleine Pirat hier steht von der Dissidentenfraktion, unseren Oberbürgermeister verteidigen muss. Denn in der Tat hatte er einen wunderbaren Finanzierungsvorschlag gehabt für die DVB oder die Bäder, also für irgendwas, was bisher von der TWD bezahlt wurde, wo das Geld jetzt nicht mehr reicht und wo wir jetzt mehr Geld brauchen. Und zwar eine vollkommen legitime Einnahmequelle, nämlich Parkgebühren ausweiten oder erhöhen oder sozusagen die Parkbereiche weitermachen oder anders gesprochen, 70.000 Euro SUVs endlich mal ein bisschen zu bezahlen zu lassen, ungefähr 100 Euro oder sowas im Jahr, 10 Euro im Monat, damit sie nicht mehr umsonst in der Gegend rumstehen dürfen. Wir subventionieren nicht mehr die Autos, sondern wir subventionieren sowas wie Schwimmen mit Kindern. So, jetzt überlegen Sie sich, was ist denn lieber, was haben wir denn lieber? Kinder, die nicht schwimmen können oder Kinder, die ewig mit dem Bus irgendwo zu einer anderen Schwimmhalle müssen oder halt 100 Euro für ein Auto, was sowieso schon 70.000 Euro kostet. So, das hat
dieser großartige Stadtteil, das hat nicht die Bäder GmbH verkackt, das hat nicht irgendwie der Oberbürgermeister verkackt, das war sein verdammter Vorschlag gewesen. So, das haben auch nicht die Dissidenten verkackt, weil wir haben einen Vorschlag, der noch drüber hinausgeht. Das hat die wunderbare Haushaltskoalition aus Linken, SPD, Grünen, CDU und ich glaube die FDP war auch dabei, haben das sozusagen diese Einnahmequelle und wir reden hier Größenordnung 20 Millionen pro Jahr, 40 in 2, 60 in 3, 80 in 4. Ja, das ist ein riesiges Volumen, was dieser Stadtrat nicht nur ablehnt, er will es nicht, er schmeißt es in die Ecke, er schmeißt es weg. So, und jetzt hast du, bevor Sie jetzt auf mich einschlagen, ich finde Ihr Vorschlag ja gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht hat die Bäder GmbH dieses Konstrukt sich jetzt ein bisschen in der Zeit geirrt. Vielleicht wäre es Zeit, es wieder zurückzuholen in die städtischen Arme. Ja, dann müssen wir aber in die städtischen Arme, müssen dann auch 16, 20 Millionen im Jahr geben. So, und diese 16 bis 20 Millionen Größenordnung ist das, was wir über die Parkgebühren wegschmeißen, was wir nicht wollen und so weiter und so fort. Und wenn wir das machten, Herr Zasso, ich finde das übrigens jetzt, je mehr ich darüber nachdenke, umso schöner finde ich die Idee, wenn wir das machten, die städtische Bäder GmbH aufzulösen und die Bäder wieder in die Stadt zu geben, dann ist die TWD natürlich dann mit einem größeren Volumen in der Lage, die DVB zu unterstützen. Dann können wir, morgen ist Streik, dann können wir auch endlich mal die DVB-Beschäftigten richtig bezahlen, dann können wir den ÖPNV ausbauen, dann können wir Takt verdichten, dann können wir die Mobilwelt ausbauen, dann können wir all die schönen Sachen machen, die wir eigentlich machen wollten. Aber das Grundproblematik ist, wenn Sie hier hinstellen und sagen, ich möchte gerne ein Schwimmbad, so, dann müssen Sie auch sagen, wo kommt denn die Kohle her? Und es kann sein, dass es andere Vorschläge gibt, aber ich habe jetzt einen gemacht, ich bin mal sehr gespannt, es soll ja noch Anträge geben, was für Vorschläge denn aus den Reihen dieses Hohen Hauses hier kommt. Dankeschön. Als nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Diese Rede hätte Uwe Vetterlein gern gehalten, er ist heute leider nicht da. Uwe, ich weiß, du schaust zu, herzliche Grüße von mir. Ich werde mein Bestes geben, das rüberzubringen, was wir an Meinung und Stimmung Anfang des Jahres aus dem Dresdner Norden eingefangen haben. Die Meldungen zum Aus des Neubaus der im Stadtrat Dresden beschlossenen Schwimmhalle in Klotzsche sorgten Anfang des Jahres für reichlich Unmut und Ärger in der Bevölkerung, im Übrigen nicht nur im Dresdner Norden. Denn es wirft doch grundsätzliche Fragen auf. Wie verlässlich ist dieser Stadtrat? Wie verlässlich sind dessen Beschlüsse? Wie wichtig ist dem Stadtrat die Umsetzung? Wie vertrauenswürdig ist überhaupt dieser Stadtrat? Das sind Fragen, die sich die Bürger bei solchen Nachrichten immer wieder stellen. Und sie unterscheiden nicht, das sollte jedem von uns mittlerweile klar sein, zwischen Stadtrat, Verwaltung und gleich gar nicht Bäderbetrieb. Und zu Recht stellen Sie sich diese Fragen, aber so viel Zeit, alle Aspekte dazu auszuführen, habe ich hier an dieser Stelle nicht, deswegen bleibe ich auch beim Thema. Es stellte sich mir und meinen Kollegen von der AfD-Fraktion schon die Frage, wieso es überhaupt zu dieser Verunsicherung in der Bürgerschaft kommen konnte. Denn so überraschend, das wurde auch schon ausgeführt, wie es die beiden Antragsteller der heutigen Aktuellen Stunde in ihrer Begründung darstellen, kam es nun doch nicht. Die Problematik der nicht sichergestellten Finanzierung der Dresdner Bäder GmbH und damit natürlich der Investitionsplanung war allen Fraktionen aus der Aufsichtsratssitzung der Dresdner Bäder GmbH im Dezember vor der Haushaltsbeschlussfassung bekannt. Die sportpolitischen Sprecher der haushaltstragenden Fraktionen, also SPD, Linke, Grüne, CDU und lieber Holger auch die FDP, haben hierbei leider versagt. Zur Erinnerung, die AfD-Fraktion hat in ihrem Haushaltsentwurf das Problem der Bäderfinanzierung im Übrigen auch aufgegriffen und entsprechende zusätzliche Finanzmittel für den Bäderbetrieb eingeplant. Nun aber, als im Januar Herr Waurisch, ob das ein nun Mitwissen des OBs oder des jetzigen Sportbürgermeisters Jan Donhauser, der zu diesem Zeitpunkt im Bereich Sport bereits vertreten hat, geschehen ist, vermag ich nicht zu sagen, die Situation der Presse gegenüber offenbarte, war das Problem in der Öffentlichkeit. Jetzt mussten die dafür Verantwortlichen heilen, was nicht hätte erst ein Problem werden müssen. Und es wurde rege an der Stadtspitze. Doch die Gemüter der Bürgerschaft kochten bereits. Über 10.000 Unterschriften
Danke nach Langebrück. Belegen eindrücklich den Wunsch der Bürgerschaft, diese Schwimmhalle zu bauen. Zum Bäderbetrieb, zur Bäder GmbH, zur Dresdner Bäder GmbH, lernte ich 2014 von Anke Wagner Folgendes. Ohne den Bäderbetrieb hätten wir in Schönfeld-Weißisch mal lange auf den Bau der im Eingemeindungsvertrag von 1999 vereinbarten Schwimmhalle, die dann allerdings statt in Weißisch in Bülau gebaut wurde, lange warten können. 8,6 Millionen, Frau Wagner hat es oft geführt. Das ist das Geld, das aus der Eingemeindung der Ortschaft Schönfeld-Weißisch in den Stadthaushalt für den Bau dieser Schwimmhalle, von der viele Dresdner profitieren, geflossen ist. Und dafür bin ich dem Bäderbetrieb dankbar. Grundsätzlich sehe ich die Bäder GmbH aus meinen persönlichen Erfahrungen der Zusammenarbeit in der Ortschaft, die nicht immer konfliktlos war. Das Marienbad ist nach wie vor ein großes Thema, aber durchaus lösungsorientiert verlief, weniger kritisch. Aber ich halte es auch für notwendig, dass hier die Informationspolitik und damit die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat intensiviert und verbessert werden muss. Deswegen habe ich auch im letzten Sportausschuss angeregt, dass die regelmäßige Berichterstattung der Bäder GmbH wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Denn ich teile auch die Auffassung, dass wir wesentlich mehr Baustellen im Bereich Bäderlandschaft haben. Neben dem Schulschwimmen ist Schwimmen vor allen Dingen bei Senioren und Seniorinnen ein beliebter, weil gelenkeschonender Sport. Auch Reha-Vereine nutzen die Angebote, weshalb Schwimmen einen wichtigen Beitrag auch zur Gesunderhaltung, insbesondere im Alter, leistet. Und dem sollten wir uns natürlich auch entsprechend öffnen. Ich kann Ihnen garantieren, dass unsere Seniorinnen und Senioren lieber an einer Bushaltestelle aussteigen, wo ein Schwimmbad ist, um etwas für ihre Gesundheit zu tun, statt an einem der vielen neuen Mobi-Punkte auf ein Fahrrad umzusteigen. Da sehe ich doch glattweg ein paar Einsparpotenziale. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, Schwimmhallen und Freibäder gehören wie Kultureinrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen, aber auch Sportanlagen zum öffentlichen städtischen Leben und sind ein wichtiger Teil der Lebensqualität in unserer Stadt. Dass Dresden in der aktuellen Situation nicht über ausreichend und insbesondere wohnortnahe Schwimmhallen verfügt, ist seit vielen Jahren bekannt und ist ein wesentlicher Grund gewesen bei der Beschlussfassung zur Fortschreibung der Bäderkonzeption 2017. Schwimmen lernen, schwimmen und sicher zu schwimmen zu können, ist eine wichtige Fähigkeit in unserer Gesellschaft. Die Absicherung des Schulschwimmens, des öffentlichen und auch des Vereinsschwimmens sind eine Grundlage dafür. Laut DLRG kamen im Jahre 2022 in Deutschland insgesamt 355 Personen alleine durch Ertrinken ums Leben. Im Vorjahresvergleich stieg diese Zahl um 56. Hinzu kommen Reha-Maßnahmen und Saunabetrieb für medizinische Behandlungen und auch die Gesundheit. Das sind die Aufgaben, die wir damit abdecken mit den Schwimmhallen und auch Freibädern. Mit der Gründung der Dresdner Bäder GmbH am 01.01.2013 unter dem Dach der Technischen Werke wurde damals ein strategisch wichtiger Schritt getan, der den bis dahin enormen Investitionsstau und zum Teil unhaltbaren Zustand der Schwimmhallen und Freibäder in Dresden sukzessive abgebaut hat. Anke Wagner hat die Zahlen genannt, das ist schon sehr beeindruckend. Neubauten wie am Freiberger Platz, in Bühler und Prohlis wurden durch die Gründung der Bäder GmbH überhaupt erst möglich. Bei einem Verbleib der Schwimmhallen und Freibäder im Eigenbetrieb Sportstätten wäre der heutige Stand nach unserer Einschätzung bis heute nicht erreicht worden. Neben dieser positiven Bilanz ist aber auch eine deutliche Kritik zu üben. Bei den erfolgten Neubauten und Sanierungen wurde auf Energieeffizienz und Eigenerzeugung von Wärme und Strom zu wenig oder auch gar keine Beachtung gelegt. Auf diesen großen Dachflächen unserer Schwimmhallen findet sich keine einzige Solaranlage. Ein Versäumnis, das uns bei der Energiepreisexplosion im vergangenen Jahr schmerzhaft und vor allen Dingen deutlich vor Augen geführt wurde. Im aktuellen Wirtschaftsplan sind erste Mittel für Planungen eingestellt worden. Zu spät und bei den steigenden Baupreisen und der hohen Nachfrage nach Solarkollektoren weltweit wird der Einspareffekt und auch die Amortisierung der Anlagen erst mittel- bis langfristig zu erzielen sein. Dieser Missstand wurde durch uns Grüne regelmäßig in den Sitzungen des Aufsichtsrats angesprochen und stieß nur mäßig auf Verständnis bei der Geschäftsführung.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem Stadtratsbeschluss 2017 für den Neubau der Klotzscher Schwimmhalle als Ersatz für die Schwimmhalle im Werfgelände wurde der Grundstein für eine dringend notwendige Investitionsmaßnahme im Dresdner Norden gelegt. Und bis zum November des vergangenen Jahres gab es ja auch keine Zweifel an dieser Umsetzung dieses Beschlusses. So wurde eine entsprechende Planung erstellt, ein geeignetes Grundstück an der Königsbürger Landstraße ermittelt und durch einen Erbpachtvertrag gesichert, Fördermittelanträge gestellt etc. Es schien ja alles so in die richtige Richtung zu gehen. Die Kommunikation über eine Verschiebung des Neubaus auf unbestimmte Zeit, die Probleme bei der Finanzierung und möglichen Betreibung der neuen Schwimmhalle machte aber weitere Defizite in der Geschäftsführung der Dresdner Bäder GmbH deutlich. Zwei Aufsichtsratssitzungen im Jahr sind einfach zu wenig, dann, um solche Entwicklungen in angemessener Zeit zu reagieren. Eine regelmäßige Berichterstattung der Geschäftsführung im Sportausschuss wäre ein erster Schritt, diese Kommunikation deutlich zu verbessern. Zweiter Punkt. Um die Finanzierung des beschlossenen Schwimmhallenneubaus zu sichern, muss nach weiteren Finanzierungsbausteinen geschaut werden. So wäre neben dem Verlustausgleich durch die Gewinne der Sachsenenergie zu prüfen, ob gegebenenfalls Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt notwendig sind. Auch dazu haben wir ja in der Haushaltsbeschlussfassung einen Begleitbeschluss mitgefasst. Also da wurde zumindest schon mal reagiert. Auch die Rückführung der Sportförderung für Schwimmsportvereine aus der Bäder GmbH in die Sportförderung der Stadt würde zu einer deutlichen Entlastung des Wirtschaftsplans der Bäder GmbH führen. Analog der Prüfung weiterer Finanzierungsbausteine, wie bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, wäre auch für den Verlustausgleich bei den Bädern eine Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen dringend erforderlich. Einsparmaßnahmen bei den Betriebskosten durch die Erzeugung von Wärme und Strom durch Solaranlagen auf den Hallendächern wurde bereits von mir angesprochen. Der Ersatzneubau in Klotzsch ist dringend notwendig und muss mit aller Kraft realisiert werden. Mit unserem Eilantrag fordern wir die Verwaltung auf, das Baugrundstück an der Königsbrücker Landstraße weiterhin zu pachten und zu sichern. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Wunsch bekräftigen, an dem beschlossenen Bäderkonzept festzuhalten und die Kräfte für die Umsetzung zu bündeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde zur Aktuellen Stunde für Fraktion Die Linke, Frau Apel, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen, der Deutsche Städte- und Gemeindebund formulierte bereits 2019, dass Schwimmbäder ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Daseinsvorsorge sind. Allerdings wurde auch festgestellt, dass immer mehr Bäder von Kommunen und Gemeinden geschlossen werden und ein enormer Sanierungsstau bundesweit existiert. Die Probleme mit der Finanzierung waren auch in Dresden groß. Es wurde die Dresdner Bäder GmbH gegründet, welche durch Zuschüsse der Sachsenenergie ausgereicht durch die TWD gestützt wurde. Das heißt, es gab einen Betrauungsakt der Bäder GmbH, die Bäder der Stadt im Auftrag der Stadt als öffentliche Einrichtung zu betreiben. Betrauungsakt, das bedeutet nach Gemeindeordnung, dem Stadtrat ist jede Entscheidung über die Schließung oder den Bau von Bädern zum Beschluss vorzulegen. Die Linke sah damals diesen Betrauungsakt und die Gründung der Bäder GmbH äußerst kritisch. Doch müssen auch wir sagen, dass erfolgreich gearbeitet wurde. Es wurde jetzt schon mehrmals genannt. Schwimmhallenneubau in Bühlau, Freiberger Straße, Prolis, Sanierung Arnoldbad und Nordbad. Es gab aber auch die Umwandlung des Waldbades in Weixdorf und des Marienbades in Bühlau zu freien Badestellen, um Finanzen und Planstellen einzusparen. Allerdings wurde in beiden Fällen die politischen Vertreterinnen einbezogen und haben diesen Veränderungen, diesen Maßnahmen zugestimmt. Die Entscheidung, in Klotzsche einen Schwimmhallenneubau zu errichten, weil die alte Schwimmhalle im denkmalsgeschützten Gebäude sehr marode war und ist, fand hier im Stadtrat statt. Mit Mühe hielt und hält man sie am Netz, verhinderte die Erweiterung der feinen Risse im Schwimmbecken, befestigte einen Schutz vor der abbröckelnden Decke und erneuerte die Duschen. Es war aber absehbar, das geht nicht ewig so.
Ist in Klotzsch überhaupt eine Schwimmhalle notwendig? Mit dieser Frage setzte sich der Stadtrat und die Ausschüsse vor dem Beschluss eines Neubaus intensiv auseinander. Wir sehen sie auch jetzt an der Reaktion zur Petition zur Schwimmhalle Klotzsche. Diese Halle ist die nächste Schwimmhalle für Hellerau, Weixdorf, Langebrück, Marsdorf und andere eingemeindete Orte, nicht nur für Klotzsche. Zum Beispiel, was hier nie zur Sprache kommt, es sollte unbedingt ja auch ein Therapiebecken dort eingebaut werden. In Klotzsche, in unmittelbarer Nähe dieser neuen Schwimmhalle, gibt es von den Genossenschaften 80 rollstuhlgerecht umgebaute Wohnungen. Das war sehr gewünscht, dass dort dieses Therapiebecken entsteht und auch Menschen mit großen Einschränkungen die Möglichkeit bekommen, therapeutisch begleitet schwimmen zu gehen. Die Linke setzt sich für einen Dresdner Norden ein, der die notwendige Infrastruktur wohnortnah bereithält. Kita und Schule, unter anderem medizinische Einrichtung, Sportmöglichkeiten und eben auch eine Schwimmhalle. Was ist jetzt passiert? Wir hörten es schon mehrmals. Ohne Information des Sportausschusses, des Aufsichtsrates der Bäder GmbH wird still im Hintergrund entschieden. Durch die gedeckelte finanzielle Ausschüttung der Sachsenenergie über die TWD an die Bäder GmbH und nicht ausreichend Fördergeldern reichen die beschlossenen 20 Millionen Euro nicht aus. Es passiert eine Entscheidung. Das Grundstück wird nicht gepachtet, aus, die Schwimmhalle kann nicht gebaut werden. Wer ist einbezogen worden? Darf das nach Gemeindeordnung sein? Was stellt sich raus? Der Rechtsstatus der Bäder GmbH wurde geändert von einem Betrauungsakt zu einem ganz normalen Vertrag. Und man muss einfach sagen, ja, die Bäder GmbH darf das. Zu 99% ist die Bäder GmbH sozusagen der TWD zugeordnet, 1% die Stadt, vertreten durch den Oberbürgermeister. Es kann auch die TWD nichts tun, ohne den Oberbürgermeister zu fragen. Der Oberbürgermeister hat uns nicht informiert. Wie soll es jetzt mit dieser privatwirtschaftlichen Einrichtung Bäder GmbH weitergehen, der wir so nie zugestimmt haben? Damit müssen wir uns schnell, und da sind wir uns ja einig, in nächster Zeit auseinandersetzen. Für uns Linke ist klar, wir haben die Pflicht, ausreichend Schwimmhallen und Schwimmflächen zur Verfügung zu stellen. Und unsere politischen Entscheidungen hier im Stadtrat müssen sich daran orientieren. So, damit wäre die Fraktionsrunde zur Aktuellen Stunde beendet. Und zum Abschluss für die Verwaltung, um nochmal Licht ins Dunkel zu bringen, wie ist der Fortgang des Bäderkonzepts und das für das Schwimmhalle, für die Schwimmhalle Klotzsche? Herr Kollege Thunhauser, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich glaube, alle, die heute hier gesprochen haben, haben ein Stück weit ein bisschen was Wahres gesagt. Und alles, was uns hier eint, ist, dass natürlich die Schwimmhalle in Klotzsche eine ganz wichtige Sache ist und auch kommen muss. Und deswegen lassen Sie mich ein paar Feststellungen machen, einfach nur Feststellungen, um da ein Stück weit auch, weil wir ja heute öffentlich sind, da aufklären zu können. Die erste Feststellung ist, liebe Silvana Wendt, es friert niemand in der Schwimmhalle. Die Schwimmhallen sind so ausgestattet und es hat keiner eine Entscheidung gefällt, dass irgendwelche Raumtemperaturen abgesenkt werden. Es wurde eine Wassertemperatur abgesenkt, die sich aber deutschlandweit entsprechend orientiert. Zweite Feststellung ist, das SMI hat nicht versagt bei der Fördermittelvergabe. Im Gegenteil, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit öffentlichen Äußerungen. Ich war heute erst oder durfte heute erst wieder dabei sein, wo wir die Höhenanlage beim Kanusportverein eingeweiht haben, wo das SMI sehr, sehr großzügig gefördert hat. Und wir sind an vielen, vielen Projekten derzeit mit dem SMI im Gespräch, was die Sportinfrastruktur in Dresden angeht, um dort entsprechende Fördermittel auch einzuwerben. Dritte Feststellung, lieber Holger, die Bäder GmbH hat nicht festgelegt, es wird aufgegeben, das Projekt, sondern die haben einen Stopp eingelegt und das hängt einfach damit zusammen. Da ist es auch ein Stück weit für mich müßig zu sagen, wer hat wann was gewusst. Es hängt damit zusammen, dass derzeit, ich betone ausdrücklich derzeit,
die Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist von ursprünglichen Baukosten, um das nochmal deutlich zu sagen, von ca. 25 Millionen ist man auf 30 Millionen jetzt hochgegangen. Die Ursachen kennen wir alle, die uns jetzt nicht nur im Schwimmhallenbau leider begleiten, sondern genauso im Schulhausbau, genauso im Wohnungsbau kennen wir alle, sodass also jetzt im vielen Gesprächen gesucht wird, wie können wir entsprechende Finanzmittel akquirieren, und nach wie vor ist es auch das Ziel, ca. 10 Millionen Euro Fördermittel einzuwerben, aber es ist eben dann 5 Millionen erstmal, was die 30 Millionen dann schließen sollen, zu finden, und da sind wir derzeit am Diskutieren. Nächste Feststellung ist das Schulschwimmen, damit hier überhaupt kein Missverständnis aus diesem Ratssaal raus. Das Schulschwimmen ist abgesichert in Dresden. Das Schulschwimmen ist abgesichert. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen, weil wir die Schwimmhalle in Klotzsche nicht auf ewig so stehen lassen können. Es ist jetzt ungefähr davon auszugehen, dass wir sie noch 3 bis 5 Jahre in Betrieb haben können, dass man dort einen Ersatzneubau braucht. Aber das Schulschwimmen an sich ist abgesichert. Es muss sich also niemand Sorgen machen, dass wir aufgrund fehlender Schwimmfläche in Dresden den Schwimmunterricht nicht durchführen können. Nächste Feststellung, ich bin dem Vorschlag von Daniela Walter im letzten Sportausschuss gefolgt, wir machen diese Berichterstattung, brauchen wir also jetzt nicht mehr anregen, Thorsten Schulz, sondern wir haben im Sportausschuss gesagt, wir machen es. Ja. Naja. So, und letzte Feststellung haben wir auch im Sportausschuss bekannt gegeben, das Grundstück ist gesichert. Das Grundstück ist gesichert, sodass wir also nicht davon ausgehen dürfen, dass da jetzt eine neue Standortsuche organisiert werden muss, sondern dieses Grundstück ist gesichert und wir jetzt die Aufgabe haben, im Zusammenhang durchaus, was die SPD ja sehr sinnvoll vorgeschlagen hat, die Bäderkonzeption zu überarbeiten, dort zu schauen, wie können wir Projekte wie das neue Sachsenbad, wie die Überlegung in Blasewitz ein Schwimmbad zu bauen, wie kann man das in der Zukunft realisieren, und da hat Herr Dr. Schulte-Wissermann völlig recht auch, und da müssen wir natürlich auch über die Finanzierung reden, wie man künftig sowas stemmen will, und das Ziel des Oberbürgermeisters und meines ist, diese vielen Anträge, die jetzt im Geschäftsgang sind, einschließlich, und da ist der weitestgehende von der SPD, was die Bäderkonzeption angeht, so zu einen, dass wir da zu einem Paket kommen können, dass wir jetzt nicht jeden Antrag einzeln letztendlich bereden und beschließen müssen wir sie natürlich einzeln, aber dass wir das im Gesamtzusammenhang sehen und dass wir dann vor der Sommerpause zu einem Ergebnis kommen, wo wir sagen, das ist die Richtung, und so können wir dann in Zukunft auch weitergehen. Und nicht vergessen, weil es angesprochen wurde, ist natürlich auch das Thema Freibäder, wo wir uns genauso drum kümmern müssen, was das Thema Kossebaude angeht, aber was auch die Badestellen in Weixdorf und in Marienberg in Weißi angeht. Und zum Schluss vielleicht noch ein Wort zum Elbermara. Auch dort werden wir eine Entscheidung treffen müssen. Die Entscheidung wird in einem Jahr anstehen, wie man dort weiter vorangehen werden. Und da macht es aus meiner Sicht zurzeit gar keinen Sinn zu spekulieren, ob wir das Schwimmbad brauchen oder nicht, sondern das werden wir gründlich vorbereiten, die Entscheidung natürlich mit dem Stadtrat im Rahmen der Bäderkonzeption diskutieren. Und da bin ich mir ganz sicher, bei dem breiten Meinungsbild, was wir hier für das Schwimmen abgegeben haben, dass wir da auch zu einer guten Lösung kommen. Dankeschön. So, damit wäre die Fragestunde, die aktuelle Stunde beendet, so richtig, und der Tagesordnungspunkt 3 beginnt.